Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Gesellschaft steht vor großen Aufgaben, vor großen Herausforderungen. Das merken wir in diesen Tagen wie im Brennglas. Das haben Sie in der Rede auch erwähnt, Herr Schäuble. Sozialer Zusammenhalt in Deutschland ist gefährdet, der Zusammenhalt in Europa umsorgt die Menschen, die Krisen in der Welt, die verschärfende Klimakrise weltweit. Die Integration muss jetzt angepackt werden, wenn das eine Erfolgsgeschichte werden soll. Alles das ist richtig gewesen. Aber wenn ich mir dann diese großen Aufgaben, diese großen Herausforderungen angucke und das vergleiche mit Ihrem Haushaltsentwurf, Herr Schäuble, dann muss ich leider feststellen, das ist deutlich zu wenig. Das reicht nicht aus. Das ist leider ein Haushalt der verpassten Chancen. Und das ist deswegen auch so fatal, weil die Ausgangslage auf der anderen Seite ja so gut aussieht. Der Arbeitsmarkt ist robust, die Konjunktur läuft, die Steuereinnahmen sind gut, die Zinsen sind historisch niedrig. Seit 2008 hat der Bundeshaushalt 122 Milliarden Euro an Zinskosten gespart. Und bei diesen historisch niedrigen Zinsen und bei dieser guten Konjunktur, Herr Schäuble, ein Haushalt ohne Neuverschuldung vorzulegen, das ist nun wahrlich keine große Kunst, meine ich. Bei allem Respekt, das hätten auch Theo Weigel oder Hans Eiche geschafft. Also, wir haben super Voraussetzungen für den Bundeshaushalt. Aber was machen Sie? Im Kern verwalten Sie weiterhin Status quo als Große Koalition. Sie verteilen Geld mit der Gießkanne, ohne Plan, ohne Fokus. Dabei hätten Sie doch alle Möglichkeiten, jetzt wirklich auch für die Zukunft was zu machen. Und ich frage mich wirklich, wie angesichts dieser Mehreinnahmen, dieser Überschüsse, die Infrastruktur weiter vernachlässigt wird, weiter die Investitionen so gering sind, die Investitionsquote stagniert ja bei 10%, der soziale Frieden in diesem Land, die soziale Zusammenarbeit in diesem Land weiter gefährdet ist, Integration verschleppt wird von der Großen Koalition und damit auch Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft aufs Spiel gesetzt wird. Das halte ich angesichts dieser guten Rahmenbedingungen für eine verantwortungslose Politik. Das finde ich nicht akzeptabel, was Sie hier vorlegen mit diesem Haushalt. Und wir haben jetzt noch ein Jahr Zeit, im Bundestag auch das zu ändern, Zeit, den Haushalt neu aufzustellen. Und das ist, finde ich, auch keine Zeit, wo man ständig Wahlkampf machen kann. Damit hat die Union und auch Sie, Herr Schäuble, in dieser Debatte, Alex, längst schon angefangen. Wahlkampf in der Finanzpolitik. Sie wollen den Einkommensteuertarif verändern, haben Sie gesagt. Nur ist es eben so, dass wo Entlastung für kleine und mittlere Einkommen draufsteht, nicht unbedingt Entlastung auch drin ist. Carsten Schneider hat darauf schon hingewiesen. Der Chefarzt hat von einer Senkung des Einkommensteuertarifes durch die Progression deutlich mehr als die Krankenschwester oder die Reinigungskraft im Krankenhaus. Und ich sage Ihnen, das finde ich nicht gerecht. Und das weiß übrigens auch die große Mehrheit in diesem Land. Deswegen frage ich mich, ob dieser Wahlkampfschlager nachher so gut funktionieren wird. Die ARD Deutschlandtrend hat gefragt, was wollen eigentlich die Menschen mit den Überschüssen, mit den Mehreinnahmen? 16% haben nur gesagt, sie wollen Steuersenkungen. Knapp 60% haben gesagt, damit sollen Investitionen gerecht und nachhaltig finanziert werden. Und ich finde, das muss ja auch eine, das kann eine Lehre auch sein aus der Landtagswahl, die wir in Mecklenburg-Vorpommern gesehen haben. Denn wenn man ehrlich ist, gibt es dort relativ wenige Flüchtlinge, 6.000. Deswegen sollte man jetzt auch keine rechtsgerichteten Debatten über die Flüchtlingspolitik führen. Wenn man sich aber anguckt, was das drängende Problem in Mecklenburg-Vorpommern ist, aber auch in anderen Regionen in Deutschland haben wir das, dann ist es so, dass sich Menschen und Regionen abgehängt fühlen, dass sich öffentliche Hand, der Staat aus vielen Bereichen zurückgezogen hat, dass zu viele Lebensbereiche dem freien Markt überlassen wurden und dass Menschen, dass zu wenig in die Zukunft investiert wurde, zu wenig Chancen gibt, zu wenig in Köpfe investiert wurde. Und ich finde, das muss sich dringend ändern. Wir brauchen eine große Investitionsoffensive im Bundeshaushalt. Da muss man jetzt anpacken. Aber es ist auch richtig, das sagen wir Grüne auch klar, Menschen mit kleinen Einkommen brauchen eine Entlastung, die brauchen eine Unterstützung. Nun muss man es eben gezielt machen, zielgerichtet und nicht mit der Gießkanne. Wir sagen klar, Alleinerziehende brauchen eine Unterstützung, die brauchen bessere finanzielle Förderung, die brauchen auch bessere Angebote für die Kinderbetreuung. Arme Rentner, deren Problem ist nicht die Einkommensteuer, die brauchen aber Unterstützung gegen Altersarmut, zum Beispiel durch eine grüne Garantierente. Und wenn man über die Mittelschicht,
Wenn man über die Mittelschicht in den Städten und den Ballungszentren redet, wenn ich mit meinen Freunden in Hannover, in Berlin oder in München rede, dann treibt die nicht die Einkommensteuer um, dann treibt die um, finde ich noch eine bezahlbare Wohnung in der Innenstadt oder muss ich an den Stadtrand ziehen, weil die Mieten so explodieren in den Städten. Und deswegen auch da ist es sinnvoll, die öffentliche Förderung für den Wohnungsbau, für den sozialen Wohnungsbau deutlich zu erhöhen. Wir fordern die Verdopplung der Mittel für den sozialen Wohnungsbau. So kann man gezielt Menschen unterstützen mit kleinen und mittleren Einkommen. Und das muss man dann natürlich auch gerecht und nachhaltig über den Wahltag hinaus finanzieren. Dafür muss man im Haus natürlich auch arbeiten, darf man sich nicht auf der guten Konjunktur und niedrigen Zinsen ausruhen. Deswegen muss man gucken, welche Aufgaben, welche Ausgaben, die sinnlos sind, gehören auf den Prüfstand und wie kann man auch dafür sorgen, dass der Staat nicht so viel Geld verschwendet. Zum Beispiel bei Rüstungsdesastern, aber auch bei großen Verkehrsprojekten wie Stuttgart 21 oder dem Berliner Flughafen, dem BR. Sie haben es angesprochen, Herr Schäuble. Sie haben gesagt, das Problem sei nicht das mangelnde Geld. Da haben Sie völlig richtig. Das Problem ist, dass so viel Geld ausgegeben wurde. Aber es ist ein politisches Versagen, das dort stattgefunden hat, von SPD und von CDU. Und Ihr Staatssekretär aus dem Bundesfinanzministerium sitzt im Aufsichtsrat. Deswegen finde ich auch, es gehört zur Verantwortung dazu, dass auch die Bundesregierung versagt hat beim Berliner Flughafen, weil es kein effektives Controlling gab. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und man muss sich auch an Subventionen rantrauen im Bundeshaushalt. Man kann ja niemandem erklären, dass die Bundeskanzlerin in Paris oder in China beim G20-Gipfel große Sonntagsreden für den Klimaschutz hält und gleichzeitig in ihrer Amtszeit die klimaschädlichen Subventionen um 10 Milliarden Euro gestiegen sind. Mittlerweile sind wir über 50 Milliarden Euro und wir sagen, davon kann man schnell 12 Milliarden abbauen. 12 Milliarden, die wir hätten für gute Krippen, für gute Kitas, für schnelles Internet, für Klimaschutz. Das sind Subventionen, wo man rangehen muss beim Diesel, bei der Flugindustrie, bei Kohle und Öl. Da muss man jetzt rangehen. Das ist gut für den Haushalt, gut für das Klima. Packen Sie da endlich an. Aber auch auf der Einnahmeseite, finde ich, ist das ein Haushalt der verpassten Chancen. Und ich will Ihnen ein Beispiel geben. Das ist das Ihr Vorgehen von der Großen Koalition von CDU, CSU und SPD bei der Erbschaftssteuer. Sie haben die Regelungen noch komplizierter gemacht nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Und weiter sind große Millionenerbschaften massiv begünstigt. Und Sie wissen, das ist ungerecht. Und Sie wissen auch, das ist verfassungswidrig. Deswegen war es gut und richtig, dass die grüne Mehrheit im Bundesrat das gestoppt hat, dass es jetzt einen Vermittlungsausschuss gibt und es dort hoffentlich auch zu klaren Änderungen kommt. Denn wir sagen auch klar, starke Schultern müssen wieder mehr tragen als Schwache in dieser Gesellschaft. Das muss gerade bei der Erbschaftssteuer gelten. Und wir haben jetzt den letzten Haushalt in dieser Legislaturperiode. Und zum Schluss muss man natürlich auch noch fragen, was bleibt eigentlich nach 4 Jahren Haushalts- und Finanzpolitik von der Großen Koalition von Herrn Schäuble übrig? Was ist nachher auch das Ergebnis? Und bleibt mehr als diese eine Zahl übrig? Und ich finde, da bleibt nachher nicht viel. Denn eine Zahl alleine kann ja nicht das Ziel von Finanzpolitik sein. Es geht beim Haushalt um viel mehr. Es geht um Prioritäten setzen. Es geht um Investitionen. Es geht darum, auch diesen Haushalt mit Leben zu füllen. Und weil Sie das so wenig gemacht haben als Große Koalition in diesen 3 Jahren, die wir bisher erlebt haben, deswegen produziert dieser Haushalt jede Menge Verliererinnen und Verlierer. Deswegen ist das ein Haushalt der verpassten Chancen. Denn wer verliert in diesem Haushalt? Es verlieren diejenigen Menschen in Städten und Ballungszentren, die auf günstigen Wohnraum angewiesen sind, weil die Mittel für den bezahlten Wohnraum zu gering sind. Es verlieren arme Kinder, weil zu wenig gegen Kinderarmut gemacht wird. Es verlieren arme Rentnerinnen und Rentner. Und es verlieren alle die Bürgerinnen und Bürger, die Länder und Kommunen, die Ehrenamtlichen, die Betriebe, die dringend auf wichtige Investitionen unsere Zukunft angewiesen sind. Und es verlieren unsere Kinder, Enkel und Urenkel, weil der Klimaschutz bei dieser Koalition auf der Strecke bleibt. Und das angesichts solcher guter Möglichkeiten, das ist Ihre Verantwortung in der Haushaltspolitik. Das ist leider ein Haushalt der verpassten Chancen, den wir ablehnen. Vielen Dank. Ralf Brinkhaus ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion.